Hallo ihr Lieben, heute baue ich mir mein Terrassengeländer neu. Ich hatte euch im Vorvideo einmal gezeigt, wie ich eine Bohrschablone baue. Und das Terrassengeländer mache ich jetzt neu und das zeige ich euch kurz nach dem Intro. Ja, hier hatte ich so alte Kupferstangen, die waren jetzt hier zwischengespannt. Das war nicht mehr stabil genug und auch hier die Haarpfosten oder die Ständer, die waren auch nicht fest genug. Das habe ich auch neu gemacht. Das heißt, von unten habe ich Metallplatten gegen das richtig verschraubt, damit die hier richtig stabil sind. Ich habe hier oben eine Verstrebung geholt, also Holz geholt. Das ist, glaube ich, von den Maßen ist das 6 x 3,5. Glaube ich, müsste ich nachher gleich nochmal nachmessen. Und die kurzen Verlattungen, das waren breite Bretter. Das war uns zu breit und in dieser Stärke gab es nicht. Also habe ich die Bretter einmal durchgesägt und habe jetzt hier eben das so, wie wir das gerne haben wollen. Und das Ganze mit Dübel hier versehen. Ich zeige euch das nachher gleich nochmal, wie ich das gemacht habe. Und werde nachher, dass das nachher fest ist, von unten her schrauben. Schräge hier in diesen Pfahlschrauben, das mache ich oben auch, von unten einmal rein, so dass das Geländer nachher fest ist. Das hier habe ich hier einmal versteift, weil das Oberteil ja nicht ganz fest ist. Genau, ich verlinke euch einmal hier oben das Video für, wo ich die Lampen gebaut habe, in diese Eckpfeiler rein. Diese Querlatten oder Balken, was auch immer, wie ihr das nennen wollt, ist mir wurscht. Oben die Querlatten und die untere Querlatte hier hinten, das ist also quasi die gleiche, das Gegenstück, auf Länge schneiden, ganz einfach. Dann hatte ich mir hier, das verlinke ich euch nochmal, dieses Video, wo ich hier so eine Bohrschablone gebaut habe. Dann muss man ja diese Löcher hier, die jetzt quasi hier sind, die muss man ja genau hier übertragen, so dass das hier nachher passt. Ich rück das hier mal so ein bisschen rüber, dass das hier nachher auch so passt. Das heißt, dafür habe ich ja diese Bohrschablone gebaut. Könnt ihr im anderen Video sehen. So, hier sind ja die Löcher drin. Und jetzt passt hier genau, die Bohrschablone passt hier genau in diese Löcher rein. Seht ihr das? Passt genau rauf. Und auf dieser Seite, wenn man das jetzt rumdreht und hier die Lattung reinsteckt, dann kann ich auf die Stirnseite hier von den Latten die Löcher reinbohren, sodass das dann alles passt. Ausrechnen, dass die Abstände alle gleich sind. Also wenn ihr 6 Latten habt, dann müsst ihr die Gesamtlänge durch 7 rechnen. Und dann habt ihr den exakt gleichen Abstand. Wenn ihr das mittig nehmt, dann ist die Verlattung nachher auch mittig, nicht irgendwie an der Kante. Macht das mittig, das macht sich einfacher. Und dann macht ihr die Markierung ran. Und hier an diesem an der Bohrschablone habe ich auch eine Markierung, sodass diese Markierung und diese Markierung in einer Höhe ist, sodass wir hier mittig sind, dass wir hier mittig sind. Das ist hier nachher auch, also das ist natürlich auch von der anderen Seite, weil hier ist der Anschlag dran. So, und dann ist das auch mittig und dann passt das alles exakt zusammen, das habt ihr ja gerade gesehen. Wenn ihr zu dem Projekt Fragen habt, dann gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Nochmal kurz ergänzend, der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, warum zersägt er die Bretter? Kriegt man auch zu kaufen in dieser Stärke oder in dieser Größe. Ich habe diese Bretter gekauft, das war aber nicht passend für uns. Von der Optik her sah das nicht so gut aus. Ihr könnt euch vorstellen, Click and Meet in den heutigen Zeiten irgendwas zurückzugeben, das war mir zu kompliziert. Deshalb schneide ich diese Bretter jetzt klein. Nur mal so am Rande, damit hier gleich die Frage aus dem Weg geräumt wird, warum zersägt er jetzt da die Bretter? Ich hätte das sonst gemacht, zurückgegeben, mir andere geholt, schmaler, so wie ich sie jetzt haben möchte. Aber durch Click and Meet war das jetzt etwas problematisch, die Bretter wieder zurückzugeben.
Da habe ich gesagt, nee, komm, den Stress tue ich mir nicht an, dann ziehe ich das Ziel wieder durch und dann ist das für mich erledigt. Da haben wir schon mal die Elemente vorbereitet, die müssen jetzt noch einmal gestrichen werden. Hier stehen noch die Pfähle, die werden jetzt ausgebaut und geschliffen und dann werden die auch weiß gestrichen. Hier habe ich schon einen ausgebaut. Die Lampengläser, wenn ihr meine anderen Videos verfolgt habt, wie ich die Lampen hier gebaut habe, das ist diese ein bisschen eigenwillige Konstruktion. Die Gläser habe ich alle rausgenommen, das muss neu vorbereitet, neu abgedichtet werden und dann werden die Pfähle jetzt auch geschliffen und gestrichen. So sieht's aus, die ersten zwei Felder habe ich jetzt montiert. Die restlichen vier kommen jetzt noch und dann bin ich fast fertig. Finish. Das neue Terrassengeländer ist jetzt fertig und ich werde jetzt noch mal kurz in einer Zusammenfassung erklären, was ich jetzt hier genau gemacht habe, damit ich das so hinbekomme. Kurz einmal zusammenfassen, was ich jetzt hier gemacht habe über die Zeit. Ich habe etwa 20 Stunden gebraucht, um dieses neue Geländer jetzt zu konstruieren und zu installieren. Frei immer nach meinen Gedanken, also ich habe mir keinen Plan gemacht oder sonstiges. Verbaut habe ich hier für die Oberseite und der Unterseite 4x6 Kanthölzer. Die sind auf einer Seite angefasst, sodass das oben ein bisschen angenehm ist zum Anfassen. Habe zwischen den Pfeilern einmal gemessen, damit ich hier die Länge ermitteln kann. Und zwar geht das immer am besten mit einem Lasermessgerät, kann ich jedem empfehlen. Die Hölzer zurechtgeschnitten und diese Hölzer waren ursprünglich einmal diese Bretter. Da haben wir dann aber gemerkt, dass das für uns zu breit ist. Deswegen habe ich die jetzt durchgeschnitten. Warum habe ich die durchgeschnitten? Ganz einfach, wir haben eine besondere Situation auf der ganzen Welt. Da ist es manchmal nicht so einfach, irgendwelche Materialien zurückzugeben. Wir haben hier Click and Meet, hatte ich glaube ich schon vorher mal erklärt. Diese Bretter hätte ich dann aufwendig zurückgeben müssen, das war mir dann zu umständlich. Also habe ich sie dann kurzhand durchgesägt, das war für mich jetzt einfacher. Wie ihr das macht, müsst ihr selber entscheiden. Hier die Latten geschnitten und dann 6 Stück habe ich jetzt eingebracht. Auch hier muss man gucken, wie es einem optisch am besten gefällt. Einmal hinlegen und dann schauen, passt es oder passt es nicht. Entweder nimmt man eine mehr oder eine weniger. Das ist aber ganz individuell für jeden Geschmack, wie er das gerne haben möchte. So, diese Länge, die jetzt hier zwischen ist, um daher hier einen gleichen Abstand hinzukriegen, die gesamte Länge einmal durch 7 geteilt. Ich habe hier 6 Streben drin. Dann muss man das Ganze durch 7 teilen. Man fängt dann vorne an zu messen und in der Mitte hier ist dann die erste Strebe bei dem Abstand X. Und so geht es dann weiter. Der Abstand X wird dann immer übertragen, immer ein weiter und dann bekommt man hier auch immer den gleichen Abstand dazwischen. Das ist ganz wichtig, dass man das macht. Ja, die Höhe ermittelt kann man auch ganz individuell machen. Ich sage mir, heute hätte ich es vielleicht ein paar Zentimeter, vielleicht 2-3 Zentimeter tiefer machen können. Aber wie gesagt, das sind so optische Sachen, die einem dann auch vielleicht erst hinterher auffallen, wo man sagt, Mann, hätte ich vielleicht einen Tick kürzer gemacht, vielleicht bis hierher, hätte ein bisschen anders ausgesehen, aber ja, shit happens. So, die dann eben auf Länge schneiden und die werden dann dazwischen gebaut. Dazwischen gebaut habe ich das, und da habe ich auch nochmal ein Video gemacht, das verlinke ich euch einmal oben, da habe ich mir eine Bohrschablone gebaut. Und diese Bohrschablone, ganz einfach selbst hergestellt, kann man natürlich auch alles kaufen. Hab mir hier die zwei Löcher reingebohrt. Ihr könnt das mal sehen, ihr könnt das euch dann angucken. In dem anderen Video habe ich das ein bisschen anders erklärt. Hab mir eine Markierung angemacht, wo die Mitte ist. Hab das dann immer übertragen. Und das gleiche eben übertragen auf diese Latten, die Bohrung gemacht, sodass das dann auch immer ganz genau passt. Sonst könnte es sein, dass die Latten dann irgendwie schräge eingebaut werden. Und das wollen wir ja nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Angeschraubt habe ich es hier
ist mir auch erst hinterher aufgefallen, als ich die Schrauben hier hatte, dass die Köpfe nicht ganz zu versenken gehen, leider. Ich hätte sie vorher ansenken oder mit dem Senker ein bisschen, dass die Köpfe dort drin im Holz verschwinden. Kann man machen. Ich mache es jetzt anders. Und zwar mache ich das so, dass ich ein bisschen weiße Farbe drauf mache. Dann fällt das kaum noch auf. Dann ist das auch weg. Das sind so Sachen, die fallen einem erst hinterher auf, wenn man die Geschichte dann zusammenbaut. Hier ist die Unterseite. In der Regel ist das Geländer ja auch viel tiefer. Ich habe jetzt eine Hochterrasse. Deswegen ist es bei mir ein bisschen blöd, wenn man jetzt hier unten lang geht. Kann man da direkt drauf gucken. In der Regel kann man eigentlich nicht drauf gucken, weil das ja auf 1 Meter oder hier in diesem Fall ist es ja 80. 80 war das? Nee, 80 ist das, stimmt ja gar nicht. Das ist doch 1 Meter hoch. Auf 1 Meter setzt man sich üblicherweise nicht in die Hocke und guckt unter, wie das verschraubt wurde. Dann sieht man das in der Regel nicht. Bei mir sieht man es nur. Aber wie gesagt, ich mache einfach ein bisschen Farbe drauf, dann ist das verschwunden. Ja, die ganzen Pfähle haben wir dann weiß gestrichen, anschleifen vorher und dann kann man die ganz gut weiß streichen. Auf jeden Fall ist es stabiler als vorher. Das Geländer war schon ganz gut, aber ja, mit den Jahren, das war jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ja, da muss man mal sehen, das ist auf jeden Fall stabil. Da kann jetzt nichts mehr passieren, steht auch schön gerade. Habe ich eigentlich relativ gut hinbekommen. Könnt euch sonst noch mal auf meiner Webseite ein paar Bilder angucken, wenn ich dann den Artikel dazu fertig habe. Die Lampen habe ich auch wieder neu fertig gemacht, die Gläser wieder eingesetzt und so ist das Ganze jetzt fertig, das Projekt. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wenn es viele Fragen sind, werde ich ein kurzes Update machen und damit die Fragen beantworten. Ansonsten schreibe ich da die Antworten unten in die Kommentare rein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch eine Idee liefern, wie ihr vielleicht ein Terrassengeländer aus Holz selber bauen könnt und somit eure eigenen Ideen selbst zu Hause umsetzen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich ciao, euer Mike.